die Diaz besorgt, also Diazepam. Ich habe hier was gefunden, das habe ich ganz vergessen. Ich habe Tagebuch geführt vom 01.01.1998 bis inklusive ist so da, ne? Bis inklusive Na, geh schon auf, du Arschloch. 13.08.1999. Aufmerksame Besucher meines Kanals wissen, dass ich genau in dieser Zeit auf Flucht war auch und in Haft kommen bin. Das war genau da, wo sie mich in Würzburg dann verhaftet haben und dann verschubt haben nach Bernau, und ich habe tatsächlich in der Zeit vorher angefangen, das zum Schreiben, und dazwischendrin dann haben es die Polizisten gehabt und habe es wiedergekriegt, und im Knast habe ich ein bisschen was weitergeschrieben. Ich möchte es euch nicht vorenthalten, weil es ist sehr krass, was einen Mann bewegt, der versucht, von Drogen loszukommen, aber immer wieder Schicksalsschläge kommen oder Dummheit oder die Gier oder ganz einfach die Sucht. Ja, ich war halt einfach abhängig und süchtig. Damals war es echt krass. Und ich merke es auch in dem, was ich da von mir gebe, dass ich komplett anders denke heute. Also mein Bestreben ist nicht mehr, Drogen zu bekommen. Und das war halt damals, war es für mich halt stellenweise immer wieder das Wichtigste. Das liest sich da raus. Ja. Also sage mal, es ist tatsächlich was anderes, wie ich heute drüber denke. Aber jetzt lese ich es euch einfach mal vor. Wenn es zu lang wird, mache ich einen zweiten Teil, dann unterteile ich das Video, vielleicht auch in drei, das werden wir dann schon sehen. Falls nicht, dann ziehe ich es in einem durch. Oder ich ziehe es, nein, machen wir es anders. Ich lese es einfach alles in einem durch vor. Ne? Und ihr könnt es euch entweder in einem reinziehen oder ihr schaut es euch häppchenweise an, falls es euch interessiert. Aber ich sage euch, es ist wirklich sehr witzig und stellenweise. Und ja. Also, der 1.1.1998. Der erste Tag in diesem Jahr war nichts Besonderes. Fast den ganzen Tag gepennt und abends Rammstein Special aufgenommen. So gegen 21 Uhr bin ich wieder heim zu mir. Bin ein bisschen Debris drauf. Wahrscheinlich Opiats, Entzugserscheinungs. Angst, dass ich bald in den Knast muss. Ich hoffe, dass der Dr. K. morgen da ist. Nachts habe ich noch zweimal onaniert. Das hat mir sehr gut geholfen. Wenn man affig ist, dann geht das. 2.1.98. Der Dr. K. war da. Hurra! Habe alle Rezepte bekommen. Mein Schatz war mal wieder stinkig, weil ich zu ihr nicht gleich gesagt habe, dass die Martina, die uns über den Weg lief, eine Ex von mir ist, sondern dass sie die Schwester von Hakans Freundin ist. Obwohl ich hier eh mal erzählt habe, dass ich mit der Schwester von Hakans Freundin zusammen war. Das hat sich aber dann zum Abend hin geändert und es war wieder alles okay. So, ich habe mich mal wieder entschlossen, mit den Opiaten aufzuhören. Das heißt, mein Schatz und ich haben heute zum letzten Mal, Fragezeichen, geballert. Das Aufhören lohnt sich schon allein wegen dem Sex. So ein Orgasmus ist nicht zu verachten. Ein Naturkick pur. Und die Tina, so hieß meine damalige Lebensgefährtin, ist eh immer bereit. Schade, dass ich nicht zu meinen besten Tagen, Jahren, dass ich sie nicht zu meinen besten Tagen oder Jahren kannte. Sie wäre das optimale Gegenstück zu mir gewesen. 3 bis 4 Mal täglich möchte sie es schon haben.
Aber wer weiß, vielleicht komme ich ja wieder so drauf, wenn ich wieder clean bin. 3.1.98. Heute Morgen hatte ich seit langem wieder einen Orgasmus. Nachdem mein Schatz und ich so richtig hammerartig Liebe gemacht haben. Nachmittags haben wir den langen Samstag ausgenutzt und sind auf Cloud-Tour gegangen. Ich habe hier Ciao-Tour geschrieben, aus dem Grund, weil ich mir gedacht habe, falls das die Polizei in die Hand kriegt, sollen die nicht Cloud-Tour lesen. Aber es war eine Cloud-Tour. Abends habe ich dann herausgefunden, dass die Videokamera erstmal hoch aufgeladen werden muss. Ein 90-Minuten-Tape habe ich mitgehen lassen. Morgen haben wir unser eineinhalbjähriges Jubiläum. Und ich will dann anfangen mit warmem Entzug. Schon wieder mal. Hoffentlich klappt es. 4.1. Jubel, Freu, ein und ein halbes Jahr mit meinem Schatz zusammen. Nachdem sie wieder ihre 5 Minuten gehabt hat, sind wir zur Uni gefahren und haben ein kleines Piece gekauft. Zuvor haben wir aber noch ein Video gedreht. Mit 5 Minuten meine ich, dass sie da rumgeflippt ist. Sie hat immer mal jeden Tag 5 Minuten so seltsame Anwandlungen gehabt. Ich weiß auch nicht, was das war. Als ich heute zum Doktor gefahren bin, per Anhalter hat mich ein Mann bis nach Gilchen mitgenommen. In der Apotheke an der Uni liegt noch ein Rezept für 250 Milliliter Saft, Codeinsaft damit gemeint, auf Tinas Namen. Das habe ich geholt, 33-mal bestellt. Später traf ich den Gregor von G. Ich sage deswegen nicht den Nachnamen komplett, weil sein Vater ein CSU-Mitglied ist und auch noch ein bekannter Politiker, also ich sage es lieber nicht. Und habe was für morgen um 13 Uhr ausgemacht, aber ich glaube, das wird nichts. Abends haben wir noch ein bisschen gefilmt und ein Fuchspack alle gemacht. 50 Mark Päckchen alle gemacht. Ab morgen also ein neuer Anlauf aufs Clean werden. Bis heute Abend hat das Piece gereicht. Nachschub wäre nicht schlecht. Das könnte vielleicht den Suchtdruck, die Nadelgeilheit wegnehmen. 6.1.98. Den halben Tag verpennt, Müll getrennt und in den Wald gegangen und Fotos gemacht. Später sind wir noch zu meinem Schatz nach Hause und haben gebadet. Später konnten wir noch ein Raucheck organisieren. Das war ewig stressig. Zuerst hat uns Tinas Vater nach Hechendorf statt nach Herrsching gefahren. Dann sind wir zurückgetrampt und haben von der Ampel aus nach Herrsching zurück und dann mit der S-Bahn. Sonst war nichts mehr los. Ja, voller Irrsinn. 7.1. Heute war nicht viel los. Bloß ein bisschen Clown in der City. Nichts Aufregendes passiert. Rest Saft und Tramal abgeholt von der Apotheke. Habe fast den ganzen Tag verpennt. Im Übrigen bin ich müde. Tinas Vater hat vielleicht was beim DAXA für mich gemanagt. Mal schauen. Damit ist seine Arbeit gemeint. Ich war auf Jobsuche. 9.1. Heute war nichts los. 10.1. Heute haben wir mit den Tramal begonnen. 3 Stück und 3 Stück abends und morgens. Dazu je 2 Diazepam. 20 Milligramm Diazepam. Heute habe ich morgens 3 Tramal und am späten Nachmittag 2 genommen. Dazwischen habe ich gepennt und abends haben wir viel gebadet. Haben wir gebadet. 12.1. Heute war ich bei der Gemeinde, um einen Antrag für Sozialwohnung zu holen. Danach zum Doktor und anschließend zur Apotheke. Zu der musste ich natürlich zweimal hin, weil Tramal erst bestellt werden musste. Mal wieder. 13.1. Der Antrag auf die Wohnung ist da. Ist das allerletzte. Der Antrag auf die Wohnung ist das allerletzte. Heute kann ich der Versuchung nicht widerstehen und hole mir was zum Ballern. Wir sind noch Allach gefahren und mein Schatz ging mit einem Bekannten rein und kam mit 1,5 Gramm für 80 Mark wieder. Mehr war heute nicht. 80 Merker. 1,5 Gramm, das ist ein guter Kurs, sind 40 Euro. Leider konnte ich den Doktor nicht erreichen. Das heißt, keine Tramal mehr für mich. Denn meine letzten 4 gebe ich ihr.
Die war am Telefon eh schon fast am Ausflippen, als ich ihr sagte, dass ich die Filter weggeworfen habe. In der Apo hatte ich auch Ärger. Die wollten ohne Rezept nichts rausrücken. Naja, klar nicht. 15.01. Der erste Tag ohne Tramal, dafür mit Valoron. Aber ich muss schon sagen, überragend ist es nicht. Zu allem Überfluss habe ich vom Arbeitsamt auch noch 2 Arbeitsvorschläge bekommen. Dann habe ich noch die Adresse von der Frau bekommen, deren Wohnung wir übernehmen wollen. Ich habe das Gefühl, dass Tina das mit dem Aufhören gar nicht so ernst nimmt. Manchmal denke ich, sie spielt mir was vor, nur um weiter fixen zu können. Na gut, wer soll das bezahlen? Wohnung, Age, Saft, Essen, Trinken. In den Knast muss ich früher oder später auch. Sie wird den Bach runtergehen und mich verlassen, das weiß ich jetzt schon. Scheiße, was habe ich eigentlich zu verlieren? Ich könnte genauso gut eine Bank ausrauben oder einen Goldenen setzen. Ja, da komme ich schon langsam deeper drauf, Leute. Der 16.01. Wir sind gerade mal 2 Wochen, fast 3 Wochen rum und ich bin schon wieder so... Naja, sie hat's mal wieder geschafft, mich so weit zu bringen, dass wir wieder mal was kaufen. Zuerst habe ich den Gary G. getroffen, den kannte ich von der Therapie, und ein 40er-Pack geholt. Dann waren 2 Homosexuelle in dem Klo, auf dem ich ballern wollte. Mit meinem Schatz habe ich und sie dann auch noch für 80 einen geschossen und im Anschluss 5 Gramm gekauft. Tja, wieder mal alles umsonst gewesen. Aber vor dem Knast will ich noch alle Höhepunkte genießen. Denn dann bin ich noch lange genug weg von meinem Schatz und Schore und so weiter. Also damals wollte ich nicht aufhören. Wenn ich so denke, dann nee. Nach einigen Drucks hatten wir 3 Stunden 6. Anschließend saß ich 1 Stunde auf dem Klo, weil ich pissen wollte und nicht konnte. Aber dann ging es doch noch. Okay. Oh Mann. 17.01.98. Von gestern auf heute habe ich nicht gepennt. Ballern, was das Zeug hält, Vögeln und ein neues Hobby, Kerzengießen. Macht voll Spaß. 18.01.98. Ich kann das nicht richtig lesen, anscheinend war ich da nicht ganz nüchtern mehr. Heute war echt ein Scheißtag. Kein Haar mehr, kein Herbert mehr. Wieder mal Saft nehmen. Affig und Depri ohne Ende. 19.01. Heute habe ich meine Rate ans Gericht überwiesen. Oh, ich hab Geld ans Gericht gezahlt, na sowas. Dann war ich auf der Gemeinde und zu meiner Überraschung übernimmt die Frau Schmidtke alles weitere und sagte, dass ich in den nächsten Tagen der Mietvertrag kommt. Ich habe heute den Helmut getroffen. Scheideldratzer, das bist du. Das Haar, das er mir empfahl, war leider nicht so gut, wie ich dachte. So um 21 Uhr bin ich dann von Tina nach Haus gegangen. 20.01. Habe mir Hollys Grab angesehen. Es hat einen tollen Stein bekommen. Ich habe mir fest vorgenommen, heute nicht nach München zu fahren. Morgen habe ich einen Vorstellungstermin in Herrsching. Irgendwie ist zwischen der Tina und mir eine merkwürdige Spannung. Sie geht mir zurzeit mächtig auf die Nerven. Aber wenn sie nicht da ist, fehlt sie mir wieder. Lieben tue ich sie aber nach wie vor. 21.01.98. Heute hatte ich einen seltsamen Traum. Ich war auf Therapie oder ähnliches. Draußen stand ein Laster mit Ketchup-Utensilien. Ich stand mit einem Typen drinnen und sah mir die Wagen an. Er meinte, die eine könnte er brauchen. Als ich dann später reinging, um sie zu klauen, waren alle Wagen schon ausverkauft. Traumende. Tina und ich hatten uns heute unsere voraussichtliche Wohnung angeschaut. Total geil. 2 Zimmer und Badezimmer mit Wanne.
Sie war so begeistert, dass sie gleich wieder voll abgedreht ist. Keine Ahnung, was ich damit meine. Keine Ahnung, was wie, keine Ahnung, weiß ich nicht. 22.01.98. Irgendwie glaube ich, dass Tinas Liebe zu mir nicht mehr genauso stark ist, wie sie es angibt. Erklären kann ich es nicht. Sie hat eine gewisse Art, mich zu Dingen zu überreden, auf die ich überhaupt keinen Bock habe oder anders denke. Ich hoffe, sie benutzt mich nicht und ich irre mich ganz einfach. Nachdem wir beim Clown waren, sind wir zur Gilchinger Dani gefahren und ihr Freund hat uns dann heimgefahren. Das mit der Wohnung geht in Ordnung. Wir haben eine definitive Zusage bekommen. Seit heute mal wieder dreimal und schauen, ob wir es diesmal schaffen. Als ich auf dem Weg zum Arzt war, wurde ich von der Polizei aufgehalten und gefilzt. War für sie Zeitverschwendung. Na, dann meine ich wahrscheinlich, dass sie nichts gefunden haben. 24. und 25.01.98. Das Wochenende war nicht viel los. Bis dass ich mit meinem Schatz einen geilen Sex hatte. Demnächst entscheidet sich, ob wir in der neuen Wohnung als Ablöse 800 Mark alles bekommen oder ob die Frau Ärger macht. 26.01. Mein Schatz hat mir heute eine Totenkopfpfeife geschenkt. Heute ist der vierte Dreimaltag und es sieht gut aus. Mal sehen, was morgen bringt. Der fünfte Dreimaltag und ein Ende ist in Sicht. 28.01. Heute habe ich nur 100 Milligramm genommen. Ich glaube fast, dass ich morgen mal Valeron ausprobieren werde. Wie es so ist und wie soll es auch anders sein, hatten wir beide heute einen Rückfall. Ich hoffe, es bleibt bei dem einen Mal, denn sonst können wir uns gleich eine Kugel geben oder ins Pendel hängen. Jetzt, wo wir es fast geschafft hätten. Sie hat mir ihr letztes Piece geschenkt, weil ihr das Weed besser gefällt. Ich freue mich schon, wenn wir endlich zusammen wohnen. Der Sex heute war echt stark, bis auf das man wegen dem Heroin keinen Orgasmus hat. Aber die Berührungen waren der Hammer. Ach ja, und heute Morgen waren es nur 100 Milligramm Tramadol und mir ging es bestens. Morgen nehme ich vielleicht Valeron. So, am nächsten Tag. Ich bin voll um 4.05 Uhr aufgewacht. Beim Pissen fast eingeschlafen. Dann zwei Purpfeifen. Scheiße, das kann man nicht lesen. Homegrown Schwabing. Und alles passt. Meine Fresse, da habe ich eine Klaue, das kann ich nicht mehr richtig lesen, da war ich halt voll neben der Spur gestanden, schon von den Tabletten und alles wahrscheinlich. Aufgewacht, eh bloß zwecks an Puff. Und dann auch noch in Bayerisch. Ich bin eh nur aufgewacht, weil ich nicht rauchen wollte. Im Dunkeln bin sofort zum Licht an die Kabel, nee, ein Puff, aufgewacht wegen einem Puff im Dunkeln. Ich bin sofort zum Licht, um die Kabel zu prüfen. Dann zwei Pfeifen und eine Kippe, dann sicher schlafen. Als ich später aufwachte, gab es keinen Strom mehr in der Bude. Jetzt habe ich wieder deutlicher geschrieben. Als ich später aufwachte, gab es keinen Strom mehr in der Bude und es wird immer kälter. Pünktlich um 14 Uhr geht der Strom wieder. Wahrscheinlich ist die E-Heizung schuld. 30.01. Nachdem ich gestern dummerweise noch einen Hit gemacht habe, geht es mir heute voll scheiße. Logisch, oder? Trotzdem habe ich eine Valeron genommen und versuche eisern zu bleiben. Aber über die nackte Kanone, den Film, lache ich mich halbtot. Habe gerade mit der Tina telefoniert. Sie kommt nach der Arbeit her. Gerade wollte ich noch in die Stadt. Jetzt bleibe ich aber doch mal hier und hoffe, durchzuhalten. Mit hier meine ich ein Zimmer in Seefeld, das mir da die Gemeinde zur Verfügung gestellt hat, weil ich Therapie abgebrochen hatte und obdachlos war und sie für mich zuständig waren. Also haben sie mir so einen kostenlosen Wohnraum zur Verfügung gestellt. Gibt es auch ein Video dazu schon. So. Der Bus ist gefahren. Auf meinem Konto ist kein Geld.
60 Mark habe ich einstecken. Es ist jetzt 15.45 Uhr und ich habe ca. 5 Milliliter Saft genommen. Sollte es nicht helfen, dann nehme ich um 16.15 Uhr nochmal 5. Irgendwie bräuchte ich manchmal jemanden, der außenstehend ist, zum Reden. Jemand, mit dem, der mit all dem nichts zu tun hat, mich aber trotzdem versteht. Ich habe noch 5 Milliliter genommen. Es ist nichts auszuhalten. 31.01.98. Jetzt wollen wir einen 5er Beutel kaufen, fahren, später mehr. Aus dem Beutel wurde nichts, na gut, ein paar kleinere sind es aber geworden. Ja klar, Silvester? Ne, es war gar nicht Silvester. Nee, das war nicht. 1.02. Als ich bei Tina heute den Anruf von meinen Eltern bekam, hatte ich einen Riesenschiss, dass jetzt Knast ansteht. Aber oh Freude, die Revision ist durchgegangen. Das heißt, eine dritte reelle Chance, noch ohne Knast rauszukommen. So, jetzt bleibt nur noch eins, Arbeit. Suchen und finden. Seit heute ist der Dehydrocodeinsaft unter BTM gestellt worden. Am 1.2.98 war das. Bis dorthin konnte man sich auf dem Privatrezept einen Saft holen. Und danach musste man ein BTM-Rezept haben. War beim Arzt und habe Rezepte für Tramalentzug geholt. Diese Nacht war so kalt, dass alles zu spät war. Aber jetzt habe ich Öl geholt zum Einheizen. 3.2.98. Wir haben heute unseren Mietvertrag unterschrieben. Die Vermieterin macht voll den Stress und lügt uns was vor, dass sich die Balken biegen. Aber wir lassen uns nicht ins Boxhorn blasen. Jagen heißt doch das. Naja, das ist da noch die Grippe. Dann ist da noch die Grippe. Die ist total ätzend. Aber ab dem 16.02. gehört die Wohnung uns. 4.02. Habe heute ewig lange gepennt und Unterbrechung bis 12 Uhr mittags. Habe mir vorgenommen, heute den Zettel zum Telefon anmelden zu holen. Außer, dass ich den Antrag holte, habe ich auch noch die Dias besorgt, also Diazepam, und die alten Saftflaschen entsorgt und zwei Filme ausgeliehen. 6.02.98. Gestern war nichts Besonderes, darum schreibe ich erst heute. Am Abend waren mein Schatz und ich mit Rainer, Caro und Holger im Pulverturm. Echt geile dunkle Musi, super industrial. Nur bin ich fast im Stehen eingepennt. 7.08.98. Das ganze Wochenende habe ich mit kurzen Unterbrechungen geschlafen. Und Sex hatten wir. 9.02. Stromrechnung und Gerichtskosten überwiesen und zum zweiten Mal von den Cops durchsucht worden. Das Telefon habe ich zum 16.02. angemeldet. Es wird im Laufe des Vormittags eingeschaltet. Schwach bin ich auch geworden, aber nur dieses eine Mal. Egal wie es mir morgen geht, ich werde hart bleiben. 11.02. Rückfall mit Pauken und Trompeten. Aber vielleicht können wir uns schon mit Umziehen wieder einfangen. Uff, ich bin so breit, dass ich nicht mal mehr richtig schreiben kann. Ja, da muss man mal ein Auge zumachen, wenn man das so schielt, da kann man nicht mehr schreiben, dann macht man ein Auge zu, dann geht's. Heute packe ich es endlich, zum Arbeitsamt zu fahren, faule Sau. Dann am Nachmittag ist Wohnungsübergabe. Wir sind eingezogen in unsere gemeinsame Wohnung. Heute habe ich endlich zwei Vorstellungsgespräche bekommen. Die Wohnung ist echt stark, aber das Ausräumen von dem Zimmer, in dem ich vorher war, ist allerdings zum Kotzen. Naja, eigentlich könnte ich froh sein, dass ich das Ding gekriegt habe. Gell? Naja. 18.02. Ich war heute im Feldkirchen beim Vorstellen bei der Firma Ars Edition. Habe ein gutes Gefühl bei der Sache, dass ich eingestellt werde bei einem Anfangsgehalt von 3.600 brutto. Oder 2000, ich habe drum gekritzelt, ich weiß es nicht mehr genau. Entweder waren es 2,6 oder 3,6 brutto, mal schauen. Egal. Morgen habe ich noch einen Vorstellungstermin in Ottobrunn.
Gerade hat eine Firma angerufen und mich für Freitag eingeladen. Zum Vorstellen Otto Brunn war nix. 20.02. Die Firma AS hat heute Freitag angerufen und mir mitgeteilt, dass ich ab den 1. anfangen kann. Des Weiteren habe ich heute noch ein paar Sachen an die Wand genagelt. Tja. Keine Ahnung, was ich damit meine. 23.02. Habe heute meine Ladung für den 26.03.98 geholt und habe ewig Düse davor. In Schwabing habe ich einen Saft geholt und einen Bertel getroffen. Da meine ich damit Heroin. Nach dem Besuch beim Hakan habe ich 20 D-Mark für die Maria bei ihm gelassen, bin ich heimgefahren. Wir haben uns entschlossen, dieses Jahr noch zu heiraten. 27.02. Sobald unsere Probezeiten für unsere Arbeit vorbei ist und meine Verhandlung gut ausgegangen ist, holen wir uns einen Termin. Ein neues Saftrezept habe ich auch geholt. Nachdem der Bert die letzten paar Mal voll für den Arsch war, ist er jetzt wieder voller Power. Bert ist Heroin. Herbert, Bertel. Das waren so damals die Ausdrücke, die wir benutzt haben. Schore war in anderen Gegenden von Deutschland. In Neuperlach und in München hieß zu dieser Zeit Heroin Herbert oder Bertel. Herber Bert oder irgendwie so. 2.3.98. Heute war mein erster Arbeitstag, den ich aber nicht wahrgenommen habe. Denn wir haben verschlafen. Außerdem macht der Hausmeister Ärger. Er will, dass die Vormieterin die Satzschüssel runtermacht. Das heißt für uns Kampf. Mein Schatz ruft morgen beim Amt für sozialen Wohnungsbau an und macht Rambazamba. Denn unsere Schüssel runter muss, verlangen wir, dass die anderen auch runterkommen. Hintergrund ist, du hast nur eine rechtliche Handhabe, dass eine Satellitenschüssel auf dem Dach sein muss, dass der Vermieter das dulden muss, wenn du aus einem europäischen Ausland stammst. Und die Tina war Österreicherin und hat somit das Recht, österreichisches Fernsehen zu empfangen. Und das ging zu diesem Zeitpunkt halt nur über die Satzschüssel. 5.3.98. Die Arbeit ist bis auf der Anfahrtsweg oberlässig. Morgen werde ich die Allianz und die Geldstrafe überweisen. Der herbe Bert geht nächste Woche auf Therapie. Das heißt, da wo ich mein Zeug immer gekauft habe, der will Therapie machen. 10.3.98. Der Verhandlungstermin drückt immer näher und die Angst wächst. Mein Schatz hätte heute beinahe eine Überdosis gehabt. Zum Glück ist nichts passiert. Die scheiß Bank hat meine Überweisungsaufträge zurückgewiesen. Die Deppen brauchen über 5 Tage, um die Aufträge zu bearbeiten. Jetzt muss ich die Mama fragen, ob sie mir Kohle für die Rechtsschutzversicherung und meine Geldstrafe gibt. Hat sie wahrscheinlich auch gemacht. Donnerstag, 12.03.98. Gott sei Dank ist morgen Freitag. Das heißt, nur den halben Tag arbeiten. Dann heißt es auf die Bank nochmal Geld für Allianz und Gericht überweisen. Mein Schatz liegt im Wohnzimmer und pennt. Ich bekomme sie nicht wach und es sieht so aus, als ob sie heute im Wohnzimmer schlafen will. Auf alle Fälle versuche ich sie nochmal zu wecken und nehme es zum Beweis auf einer Kassette auf. Ja, damit sie sich danach nicht wieder beschwert, ich hätte sie liegen lassen und wäre bloß alleine ins Bett gegangen. Heute ist der 15.03.98. Endlich treffen wir uns mit dem Krone-Arschloch und dem Alex. Ich hoffe, dass der Krone keinen Scheiß macht, weil ich sonst für nichts garantieren kann. Ah, ja, der Typ, der gegen mich ausgesagt hat, wegen dem ich anfangs 4 Jahre gefangen habe, weil der so einen Blödsinn gelabert hat, von wegen ich wusste, wie alt er ist. Da war ich da richtig sauer und da habe ich ihn dann nochmal gesagt, der sollte es nicht nochmal behaupten, weil es nicht stimmt. Also da war ich richtig stinkig. So, die Vormieterin hat, nachdem ich sie auf dem Anrufbeantworter zur Sau gemacht habe, endlich zurückgerufen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich morgen anrufe. Mein Schatz und ich schlagen ihr 150 Mark vor. Sollte es annehmen, ist das unser Sieg. Keine Ahnung, fragt's mir nicht, ich verstehe das nicht mehr.
So, Tag X heute ist die Revisionsverhandlung. Ich habe total Angst, aber ein gutes Gefühl, dass alles so läuft, wie wir es uns wünschen. Punkt. Dadadadam. 2 Jahre ohne Bewährung ist dabei rausgekommen. Das heißt eventuell 35er, 36er mal wieder Therapie. 35er heißt Therapie statt Strafe, 36er heißt Anerkennung der Zeit auf die Strafe. Und ja, am Anfang hatte ich ja 4, dann 3 und am Schluss 2 Jahre. Also ich habe 2 Jahre weniger, also ganz zum Anfang. 2.4.98. Gestern habe ich mit dem Stefan W. telefoniert. Das war mein damaliger Drogenberater. Und er sagte, dass er mit der zuständigen Staatsanwältin spricht und in Erfahrung bringt, ob eine ambulante Therapie drin ist oder ob es eine stationäre sein muss. Morgen werde ich erfahren, ob in § 35, 36 überhaupt in Frage kommt. Denn den Antrag werden wir auf das Resultat des Gesprächs abstimmen. Ich habe aber ein gutes Gefühl dabei, denn der Stefan und die Frau Zerlig E. werden positiv für mich sprechen. Sogar der Vorsitzende Richter vom Landgericht wird in das Urteil eine Empfehlung für den Paragraphen 35, 36 reinschreiben und wenn alles gut geht, werden die Tina und ich nach Andex gehen und eine kurze Therapie dort machen, Kurzzeittherapie. Ich kann nur hoffen. Sollte es aber schief laufen, werden wir natürlich Rechtsmittel einlegen. Den Kampf gebe ich natürlich nicht auf. Ich werde um meine Freiheit kämpfen, solange es geht. Der Knast ist das allerletzte, was ich will und ich werde alles dran setzen, nicht rein zu müssen. 3.4.98. Endlich Wochenende. Das ist der Beginn der letzten Drug Week. Das liest sich wie Drug Queen, aber ich meine Drogenwoche vor der Therapie. Nächste Woche beginnt der ätzende Weg der warmen Entgiftung. Aber danach geht das Leben wieder richtig los. Konzerte, tanzen gehen, Sex, Kino und so weiter. Es wird eh Sommer und wir verdienen beide gut Kohle und können uns auch was leisten. Das heißt, ich werde den Führerschein beginnen. Nee, habe ich nicht gemacht. Spoiler-Alarm, habe ich nicht gemacht. Und wir können uns ein Auto leisten, sobald unser Geld nicht mehr für Heroin drauf geht. Denn das ist schon ein teurer Spaß. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man etliches braucht, nur um normal zu sein, ohne Schmerzen. Und wenn man dicht sein möchte, braucht man immer mehr. Oder andere Substanzen, die sich mit Opiaten vertragen. Zum Beispiel Hasch oder Speed. Alk fällt aus, weil dieselben Rezeptoren besetzt wie Heroin. Ich freue mich auf alle Fälle auf danach. Wenn mein Schatz und ich wieder unseren ersten Orgasmus haben, dann hört diese sexlose Zeit auf. 4.4.98. Heute Morgen um 5 hatten sie und ich Sex. Wir waren leicht affig und nach ein paar Minuten bekam ich einen Hammerorgasmus. Wenn wir das früher gewusst hätten, wäre das Speed schon eher in die Nase gewandert. Elfter 4.98. Als mein Schatz und ich gestern unseren Entzug abbrachen, wussten wir noch nicht, was uns heute erwartet. Auf dem Weg zum Herbert machten wir in Wessling Zwischenstation, um Geld von der Sparkasse zu holen. Als sich die Türen von der S-Bahn schlossen, wollte eine 87-jährige Omi unbedingt noch in die S-Bahn rein. Sie bat uns, die Türen aufzuhalten, was uns misslang. Also hat sie versucht, auf eigene Faust die Bahn anzuhalten. Und zwar mit Festhalten, was natürlich nicht funktioniert. Sie wurde, weil sie nicht losließ, von der Bahn mitgerissen. Ich hielt die Frau fest und rief, loslassen, loslassen, so circa 2-3 Mal. Dann habe ich sie von der Bahn losgerissen und vom Bahnsteigsrand weggezerrt, in der Hoffnung, dass sie nicht von der Bahn erfasst wird. Was mir zum Glück auch gelang. Leider konnte sie, nachdem wir sie auf die Bank setzten, nicht mehr alleine aufstehen. Also haben wir sie mit aller Gewalt in die nächste S-Bahn reingehoben. Drinnen half uns ein kräftiger älterer Herr, die Omi hinzusetzen. Ich beschloss, dann den S-Bahn-Fahrer Bescheid zu sagen, dass er den Notarzt holen soll. Dieser war dann in Germering zur Stelle. Ihre einzige Sorge war,
dass ihre schwerhörige Schwester am Westkreuz auf sie wartet. Aber der S-Bahn-Fahrer hielt sein vorher gegebenes Versprechen und holte diese mit einer Lautsprecherdurchsage nach vorne und sagte ihr mit kurzen Worten, was passierte. Ich habe es ihr dann in der S-Bahn auch nochmal rübergebrüllt. Im Anschluss haben wir mit einer Stunde Wartezeit endlich den Herbert getroffen und sind nach Hause gefahren. Ja, das war eine Aktion, die hat sich bestimmt die Hüfte gebrochen, die Frau hätte es. Das ging mir auch ganz schön nah damals. War schon eine harte Sache. So. Dort haben wir nach circa 2-3 Drucks gebadet und anschließend Sex gemacht. Ich schaffte es zum allerersten Mal meinen. Das erzähle ich jetzt nicht. Für mich ein richtiger heldenhafter Tag. Mit stolz geschwellter Brust esse ich jetzt den Ananas-Joghurt. Mahlzeit. Papus wissen, wer der Ciao ist. Mehr sage ich dazu nicht. Mein Schatz hört während des Schlafens immer wieder kurz mit dem Atmen auf. Muss beim nächsten Arztbesuch nachfragen, woran das liegen kann. Und eventuell Abhilfe. Beim Beruhigen ist sie aufgewacht und hat mir von ihrem Traum erzählt, dass sie ein Schriftsteller ist und jemand sie abstechen will, und zwar für jedes Buch, das sie schrieb. Um dem Killer zu entkommen, hörte sie auf zu atmen, um nicht gehört zu werden. Später sind wir zu ihrer Oma nach Österreich gefahren und im Anschluss zu ihrer Firmenpatin. Alles in allem ein recht ruhiger, netter Tag. Als wir zu Hause waren, allerdings hat mein Schatz zum Stänkern angefangen und ziemlich blöd reagiert, als ich dann sauer wurde. Österreich war echt cool. Hey. Da sind wir, also so richtig, wie man sich halt so vorstellt, so ältere Damen, Kaffee und Kuchen und so, da saß man halt da an diesem Tisch und Kaffee, Kuchen und reden halt so banalen Scheiß, und dann bin halt erstmal ich aufs Klo gegangen, hab da zwei Spritzen vorbereitet und eine versteckt hingelegt, hab mir einen Druck gemacht, bin wieder reingegangen, hab aber weiter den Kack angehört, während dann sie aufs Klo gegangen ist, sich auch einen Druck gemacht hat und zurückgekommen ist. Und dann saßen wir beide voll breit da und haben uns halt das Geseire da angehört, das uns überhaupt nicht interessiert hat. Harte Sache eigentlich, gell? 98. Liebes Tagebuch, bla bla bla. I know, ich habe schon lange nichts mehr geschrieben, aber habe viel Stress gehabt in letzter Zeit. So in den letzten Zügen der Methadonentgiftung haben wir wieder Heroin genommen. Erst wenig, dann ab und zu mehr, bis, wie soll's auch sein, wir wieder affig wurden. So kam dann die bis jetzt letzte Rückfall bei einem warmen Entzug. Seitdem hatten wir 3 Versuche, kalt zu entziehen. Einmal sogar 1,5 Tage lang, aber der Helmut und die Hanni fahren sogar hierher raus und bringen was, auch wenn es nur auf Kombi ist. Ich habe damals in Hechendorf, Seefeld gewohnt, nicht in Hechendorf, in Seefeld, und sie am Rockkreuzplatz. Nein, sie am, weiß gar nicht mehr, da wo der Rollpalast ist, die S-Bahn-Station habe ich vergessen, aber da hat sie gewohnt. Auf jeden Fall sind sie halt rausgefahren, von München raus zu uns, und haben uns da halt was gebracht. Seit einiger Zeit ist Cola trinken wieder in. The Night of the Living Basehead ist des Öfteren angesagt. Dann sitzen die Tina und ich auf Hannis Kosten die ganze Nacht, oder wir beide, mein Schatz und ich alleine, beim Freebase in der Gramcom, was? Und der Karl ist auch ganz gut. Also auf jeden Fall bedeutet das, dass wir gebased haben wie die Blöden. Das habe ich versucht ein bisschen zu verschlüsseln, damit, falls die Polizei das in die Hand kriegt. Und der Karl ist Koks. Seit heute bekommen wir alles auf Einkaufspreis. Die Justitia hat anfangs in Form von Oberstaatsanwalt H. den Paragraph 35 sehr gut aussehen lassen. Er hat vorerst auf die Vollstreckung der Strafbefehle verzichtet. Der mittlerweile Richter H.
wollte noch einen Antrag auf 35 haben und verzichtet auch bis auf Weiteres auf eine Verhaftung. Jetzt kann die Tage ein Schreiben von dem Herrn H., dass die erste Ausrufezeichen Instanz, sprich Schleifenbaum, sich dagegen ausgesprochen hat. Nun habe ich einen Anwalt, der mich 580 Mark kostet. Er versucht mit einer Beschwerde den Paragraph 35 durchzuboxen. Vorgestern nach dem Basen hatte mein Schatz und ich entgeilen Sex. Ich bin mir sicher, dass das nicht das letzte Mal war. Die Arbeit geht mir manchmal total auf den Geist und wenn mein Schatz nicht wäre, hätte ich wahrscheinlich schon gekündigt und wäre untergetaucht, solange es ginge, bis sie mich halt auf blöd erwischen. Aber ich liebe die Tina, wie noch keine andere vor ihr alleine, deshalb, nee, vor ihr. Aber ich liebe die Tina, wie noch keine andere vor ihr. Alleine deshalb gebe ich nicht auf, um meine Freiheit zu kämpfen. Deshalb, wenn nicht auch in dem Job, in dem ich mich eigentlich bis auf 3-4 Kollegen alle gemeinst auf die Nerven gehen. Sorry, dass ich so komisch das vorlese, aber ich habe da eine Sauklaue manchmal, da bin ich wahrscheinlich richtig dicht, wenn ich das schreibe. Und dann geht's mal wieder und dann bin ich wieder anscheinend nüchtern. So sehe ich das. So, denn die Kohle, die ich dort verdiene, rechtfertigt noch lange nicht 4 Stunden Arbeitsfahrtweg. Ja, 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück und dann auch noch 8 Stunden Arbeit. Das ist schon ein harter Tag. Mal schauen, wenn das mit dem Paragraph 35 klappt, suche ich mir einen neuen Job hier in der Nähe. Wenn nicht, werde ich in der Woche vor Strafantritt mich krank melden und zum letzten Tag kündigen, damit ich noch ein Halligalli-Drecksau-Fest feiern kann. Aber ich hoffe auf eine Arbeit in der Nähe und Therapie. Ich will meinen Schatz nicht verlieren. Ich habe Angst. Da sollte ich eingesperrt werden, sie und ich uns auseinanderleben und sie einen anderen Mann kennenlernt, der sie bedrängt, mit mir Schluss zu machen, damit er sich ins gemachte Nest unserer gemeinsamen Wohnung setzen kann. Möglich, dass er sie liebt, aber nie im Leben so wie ich sie. Denn es gibt für mich nie bla 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 bla. Ja. So. Ich habe ja auch ein bisschen was geschrieben. Ich habe ja schon länger nichts mehr geschrieben und ich könnte noch einige Seiten füllen, so viel ist passiert. Ich werde auf alle Fälle versuchen, wieder regelmäßiger zu schreiben. Beim Doktor muss ich noch eine UK-Urinkontrolle abgeben und mir eine Clean-Bestätigung zu besorgen. Jetzt ist es Zeit, 4:50 Uhr, Zeit zum Aufstehen. So, 23.10.98. Komme erst jetzt wieder zum Schreiben, weil dieses Buch in die Hände der Polizei fiel und ich wegen Konsum und Diebstahl einer Videokassette angeklagt werden soll. Mittlerweile sitze ich hier in Bernau, der Paragraph 35 wurde abgelehnt und das Schlimmste, mein Schatz, die Tina, ist am 15.09.98, 3 Tage nachdem sie hier zu Besuch war, gestorben. An einer Überdosis. Von vorne. Meine Cousine, mein Schatz und ich waren am 1.08.98 in Frankfurt. Wir wohnten bei meiner Cousine, weil gegen mich 3 Haftbefehle draußen waren. Dort kaufte die Hanni 10 Gramm Koks. Auf dem Rückweg hielt sie auf dem Rastplatz in Würzburg. Dort wurden wir von der Polizei gefilzt und ich am nächsten Tag affig in die JVA gebracht. Justizvollzugsanstalt heißt das. Der Entzug war gar nicht so schlimm und nach 2 Tagen vorbei, 1 Tag vor dem Verschoben, durfte ich nochmal mit der Tina telefonieren. Sie erzählte mir, dass die Wohnung durchsucht wurde und dieses Buch und unsere Fotos mitgenommen wurden. Des Weiteren erfuhr ich, dass die Cousine mich belasten will und alles auf mich schiebt. Am nächsten Tag kam ich nach Nürnberg. So ein schäbiger Drecksknast. An diesem Wochenende haben sich 3 Gefangene umgebracht. Eine Nacht Stadelheim, dann dienstags war ich in Bernau. Dort kam ich zuerst in das Haus 2. Am ersten Wochenende
hat mich die Tina besucht. In der zweiten Woche wurde ich in das Haus 6 verlegt. Am 18.09. bekam ich dann von der Dani Besuch und sie erzählte mir, dass die Tina gestorben sei. Für mich brach eine Welt zusammen. Seitdem ist mir so ziemlich alles egal. Ich traf den Herbert und den Hansi und schließlich entschloss ich mich für den Paragraph 64 BTM, das heißt, wenn es nochmal eine Verhandlung gibt. Tinas Eltern hassen mich. Sie geben mir die Schuld an ihrem Tod. Die Verhandlung in Würzburg wird wahrscheinlich nicht stattfinden, weil man die Betäubungsmittel nicht zuordnen kann. Was in Starnberg so los ist, weiß ich noch nicht. Ich liege zurzeit auf einer Zwei-Mann-Zelle. Mein Beifahrer, also der mit mir zusammen auf der Zelle war, hat einen Fernseher und kennt den Herbert gut. Nun ja, das heißt, dass die Zeit so einigermaßen vergeht. Der nächste Eintrag ist vom 27.10.98. Heute haben wir einen Smalltalk mit dem Herbert geführt. Ich habe der Steffi geschrieben, dass sie mit ihm vorbeikommen soll. Zwecks Geburtstag. Ansonsten alles scheiße. Tina fehlt mir. Tina fehlt mir extrem. Ihr Tod beschäftigt mich mehr denn je. Mir tut es immer mehr weh. 28.10. Die Anklage wegen Verstoß gegen das BTM in Landkreis Starnberg ist fallen gelassen worden. Genauso der Vorwurf wegen Störung der Totenruhe. Für Letzteres muss sich unterschreiben, dass die Fotos einbehalten werden. Ansonsten nichts Besonderes. Das waren Fotos, die wir auf einem Friedhof gemacht haben. Wir waren aus Gothics geschminkt mit Lederklamotten und so Zeug. Und das ist ein Friedhof, da wo tagsüber die Leute sich sonnen und Tennis spielen. Und es ist kein Friedhof mehr. Eigentlich ist es eher ein Park am Josefsplatz in München. Ist ein Witz, dass man uns da, ja okay, aber egal, ich war im Knast, ich habe keine andere Chance gehabt, kein Geld, kannst keinen Anwalt nehmen, also dachte ich immer, fickt euch, nehmt die scheiß Fotos, schiebt es euch dahin, wo kein Licht scheint und fertig. Oh, 29.10.98, heute habe ich Blut für den HIV und den Hepatitis-Test abgegeben, hoffe, dass der negativ ausfällt, morgen kommt vielleicht der Herbert, mal sehen. 6.11.98. Den Herbert habe ich bis jetzt nicht getroffen. Morgen habe ich Geburtstag, bestimmt ewig übel. 10.11. Wie ich mir dachte, mein Geburtstag war voll scheiße. Außerdem hat sich das neue Ornament, hier meine Tätowierung, entzündet. Versuche die Entzündung mit Penatencreme zurückzudämmen. Dann habe ich mich noch entschlossen, eventuell eine Ausbildung zu machen. Der Marcel wurde heute nach Würzburg verschubt, Gott sei Dank. Letzte Woche habe ich in Stadelheim verbracht, ewig madig dort. Das Essen ist eine Unverschämtheit. Ferdis Verhandlung wurde weiter schon wieder verschoben. Ausbildung darf ich keine machen. 5.12. Komm alleine auf Zelle, schon gab's Liquid in der Tät. Hop auf dem Bertel. Ich habe eine Einzelzelle bekommen an dem Tag und zufällig habe ich einen Brief bekommen, der war getränkt mit flüssigem Valoron. Ja? Und den habe ich dann gegessen, den Brief. Und da war ich dann richtig breit. Das merke ich hier, wie ich da die Wörter, die ich benutze. Heute habe ich mich mit dem Herbert unterhalten und wegen dem Werkzeug gab es auch schon Gezeter. Also eine Spritze, Werkzeug ist Spritze gemeint. Langsam aber sicher wird der Herbert ein Dauergast bei mir. Den Hansi war heute auch mal wieder bei mir. Also anscheinend habe ich da am 10.12.98 die Sachen bekommen, mit denen ich mich auch wegmachen wollte. 12.12. Was soll ich sagen? Leider hat sich der Bert heute nicht sehen lassen. Gestern nach langem Gezeter war mein erstes Orkus bekommen. Ja, ich habe einen Orkus bestellt. Das ist eine Gothic-Zeitung, Musikzeitschrift. Und die habe ich dann endlich gekriegt, war nach langem Stress da. Ja. Und ich hatte mich da entschlossen, dort eine Anzeige zu schreiben. So. 15.12. Heute war bei uns im Haus 6 ein Weihnachtsspecial. Es gab 3 Stück Wiener,
eine Schoki, Kinderpunsch und ein Christstollen. Dann erfuhr ich noch, dass der Vego sauer auf mich ist oder war, weil ich nicht gleich einen Antrag abgegeben habe, dass ein Kumpel von ihm zu mir auf Zelle darf. Dann war der Bert auch noch da, ein super Gespräch geführt. Weihnachten und Silvester waren endmadig, nüchtern und so. Der Christian P. ist seit circa 3 Wochen hier auf Zelle. Wir kommen ganz gut klar. Specki habe ich den dann immer genannt. Und ja, mit dem bin ich wirklich gut klargekommen und der hat auch ein Herbe besorgt. Manchmal. Bis er dann entlassen worden ist wieder. Ja. So, viel hat sich nicht getan. Immer nur Knastalltag. Im Orkus Nummer 399 erschien eine Anzeige von mir und es kam darauf ein Brief von einer 25-jährigen Berlinerin. Das war dann meine Freundin, meine zukünftige. 13.8.99, mittlerweile war ich mit Manni, Olaf und Mike auf einer 4-Mann-Bude, aber seit 6 Wochen bin ich auf einer Einzelzelle. Der Hans und Herbert waren noch oft da, die Berlinerin heißt Martina und wir haben uns ineinander verliebt. Am Dienstag gehe ich auf Schub nach Eichach und von dort komme ich auf Therapie. Ende Gelände. Tja, Leute. Also hätte ich jetzt das nicht nochmal alles so zum Lesen gehabt, würde ich mir an ganz viele Sachen gar nicht mehr erinnern. Aber es ist schon krass, finde ich, dass der Richter, der mich da im ersten Urteil verknackt hat, nochmal seinen geschissenen, dreckigen, braunen Arm ausstreckt, damit er mich nicht auf Therapien gehen lässt, sondern ich soll erst nochmal in den Knast schmoren. Und der hat da auch nochmal versucht, das ja alles rumzudrehen, damit ich noch länger drin hocke. Einfach nur, weil er persönlich ein Problem mit dem ganzen Ding hat. Das hat nichts mehr mit Strafe zu tun, weil man irgendwie Betäubungsmittel verkauft hat. Das hat damit nichts mehr zu tun, sondern geht es um einen persönlichen Arschlochakt von dem. So sage ich das jetzt einmal. Und weil es schon so lange her ist, ist der bestimmt schon so alt und vergammelt, dass der Mann noch nicht mehr arbeitet, sondern wahrscheinlich schon irgendwo in irgendeiner Grube liegt. Und wenn nicht, dann liegt er da bald, weil er mit Sicherheit nicht der Jüngste mehr ist. Und wenn schon, dann ist mir das auch scheißegal. Verstehst du das? Unglaublich, was der mir mein Leben kaputt gemacht hat, was das für ein Drecksack ist. Einfach nur, weil er so ein persönlicher kleiner Linkswichser ist. Fertig. Peace out, Leute.